Ja, hallo Leute, hier ist wieder der Lower Coach. Law, the Law of Attraction, das Naturgesetz der Anziehung. Was du aussendest in deinen Körper, in deine Umwelt, das wirst du ernten. Was sendest du aus? Du sendest Gedanken, Gefühle, Überzeugungen, Vibrations aus in deinen Körper und deine Umwelt. Und dein Körper und deine Umwelt reagieren entsprechend darauf. Dein Körper und deine Umwelt ist ein Feedback-System. Es bringt nichts über den Zustand deines Körpers und den Zustand deiner Umwelt zu schimpfen. Du bist der Auslöser mit deinen eigenen Gedanken, Gefühlen und Überzeugungen. Dein Körper ist nicht zufällig krank oder gesund. Deine Wohnung ist nicht zufällig aufgeräumt oder vollgeräumt. Dein Alltag ist nicht zufällig voll mit schönen Erfahrungen oder voll mit negativen Erfahrungen. Es liegt an dir selbst, es liegt an dem, was du selbst aussendest, was du für wahr hältst, was du glaubst, welche Gedanken du hegst und pflegst, welche Überzeugungen du von anderen übernimmst. Es liegt an dir selbst, dein Leben neu zu starten und neu in die Hand zu nehmen, voller Selbstverantwortlichkeit, voller schöpferischer Macht. Es liegt an dir selbst. Krankheit und Leid wird nicht von außen über dich hereingebracht, sondern du entscheidest selbst über Krankheit und Leid, indem du die positiven Schwingungen, die ständig von deiner Quelle zu dir strömen, ignorierst und kontraproduktiv denkst, wenn du selbst negativ über dich selbst oder deine Mitmenschen denkst, dann bist du nicht kooperativ zu deiner Gesundheit. Wenn du selbst Ängste hegst und pflegst und dich verrückt machen lässt von den Nachrichten und von den Pharmakonzernen, die dir Heilmittel verschreiben wollen und von den Vorsorgeuntersuchungen an Raten der Ärzte und der Medien, dann bist du nicht im Einklang mit deiner Quelle. Deine Quelle strömt ständig bedingungslose Liebe, Wertschätzung, Vitalität und Wohlsein zu dir. Nur du selbst kannst das verhindern. Es ist ein psychologischer Schritt, um wieder gesund zu werden. Du musst es sein, sonst kannst du es nicht werden. Deine Quelle ist gesund, deine Quelle ist reich, deine Quelle ist fröhlich, deine Quelle ist liebend und du bist Teil dieser Quelle. Erst wenn du dich von diesen Schwingungen entfernst, kannst du krank werden. Erst wenn du dich diesen Schwingungen wieder annäherst, kannst du wieder gesund werden. Es liegt an dir selbst, du musst es sein, sonst kannst du es nicht werden. Gerne helfe ich dir als Lower Coach, wieder diesen Schritt zu machen. Gesundheit und Vitalität, Liebe und Wertschätzung und Reichtum ist deine Gegenwart. Und hast du diese Dinge nicht in deiner Gegenwart, dann hast du dich mit deinen eigenen Gedanken und Überzeugungen und Gefühlen rausgebracht aus dieser Gegenwart. Du bist nicht in deiner wahren Gegenwart, wenn du nicht
gesund und vital bist, wenn du nicht liebend bist, wenn du nicht wertschätzend bist. Das ist dein wahres Sein und deine wahre Gegenwart. Öffne dich dafür. Hast du dich schon einmal gefragt, wie das geht, dass dein Körper dein Körper sich selbst heilt? Du brichst dir den Arm, wird eingerenkt, bekommst einen Gips und dein Arm heilt sich von selbst, dein Fuß heilt sich von selbst. Du holst dir einen schweren Sonnenbrand im Sommer oder im Winter und deine Haut heilt sich selbst, dein Körper, deine Haut, deine Organe wissen, wie sie sich selbst heilen können. Der Einzige, was dieser Heilung im Weg stehen kann, bist du selbst mit negativen Gedanken, Gefühlen, Überzeugungen und Erwartungen. Wenn du nicht mehr an deine Selbstheilungskräfte glaubst, dann verringerst du deine Selbstheilung. Umso mehr du wieder daran glaubst, dass dein Körper sich selbst heilen kann, umso mehr du dich dafür öffnest, umso mehr du positive Gedanken, Gefühle und Erwartungen hegst und pflegst, umso mehr hilfst du deinem Körper, sich wieder selbst zu heilen. Dein Körper heilt sich von Natur aus selbst. Der Einzige, der was die Heilung verhindern kann, bist du selbst. Gerne helfe ich dir als Lower Coach, dich wieder mehr und mehr zu öffnen für die ständige Schwingung von Wohlsein und Heilung und Reichtum und Liebe, die ständig zu dir fließt. Melde dich bei mir, ich coache dich gerne. Ciao.